YouTube-Fans. Heute habe ich wieder was von Crashable Studios und Flint's Arcade zum Testen für die Switch bekommen. Das Video sollte eigentlich schon längst fertig sein. Leider habe ich mir eine Erkältung eingefangen, deswegen bin ich stimmlich auch ein bisschen angeschlagen. Ich hoffe, ihr entschuldigt das. Es handelt sich um das Spiel Century City. Das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht. Leider bin ich aufgrund meiner Erkältung nicht ganz so weit gekommen, wie ich wollte. Ich kann aber jetzt guten Gewissens ein Review machen, weil ich einfach sage, das Spiel ist wirklich gelungen. Und wie wir das bei Flint's Arcade Games kennen, wenn die was publishen, sind das meistens auch wirklich ganz nette Games. Und das macht hier keine Ausnahme. Century City ist ein Spiel, was sehr an Blade Runner erinnert. Ist im Pixel-Stil. Ich habe einen Plattformer, der wirklich so levelweise aufgebaut ist und dann so im Hintergrund ein bisschen eine nette Geschichte erzählt. Wenn ich jetzt auf Start Game drücke, und das ist vorausgewählt und das einzige Kritikpunkt, den ich echt an dem Spiel habe, dann habe ich das Problem, dass ich meinen Spielstand überschreibe. Deswegen gehen wir jetzt mal auf Continue. Ja, und dann seht ihr hier das Menü, an dem ich die Levels auswählen kann. Ich kann auch in jeden Level immer wieder zurück, das seht ihr hier. Und das Interessante daran ist, ich kann eine Speedrun-Option wählen. Und das ist in diesem Spiel auch wirklich gut gemacht. Denn für Speedrunner gibt es hier eine ganze Menge wirklich interessante Sachen. Man muss sich also sehr linear hier durch ein Level kämpfen. Es gibt also keine Metroidvania-artigen Dinge, die man hier erkunden müsste. Man muss einfach nur rausfinden, wie man den Level möglichst geschickt nutzt. So, und ihr seht, ich habe als Hauptgegner diese Zylon-Robocop-artigen Typen. Problem ist, die spawnen nicht immer gleich. Also die hier bewegen sich zum Beispiel nicht immer synchron. So, wenn ich da jetzt nämlich einfach mal rüberspringe, dann seht ihr, da ist noch ein anderer. Das sehe ich also auch erst, wenn ich da reinspringe. Das heißt, ich muss die Levels auswendig lernen. Ansonsten habe ich hier keine Chance. Ich weiß jetzt also zum Beispiel, dass ich da hinten rechts ins Blaue schieße und damit den Gegner eliminiert habe. Und erst dann kann ich hier weitermachen. Und sinnvollerweise warte ich, bis die beiden sich synchron drehen. Und das ist nämlich was ich eben sagte, wenn ich den Level richtig auswendig lerne und die richtigen Zeitpunkte abpasse, dann erschießt nämlich der eine den anderen. Und dann habe ich eine bessere Chance. So, hier seht ihr das. So, und jetzt muss ich nur noch die richtige Zeit abpassen, um meinerseits zu schießen. Ja, und da seht ihr noch was, was mich auch ein bisschen stört. Ich habe jetzt hier Deckung genommen und der schießt aber durch diese Kisten durch. Das ist manchmal ein bisschen fies. Und wie ihr hier auch seht, ich stehe jetzt praktisch mit einem Bein in der Luft. Und die Kollisionsabfrage ist zwar pixelgenau, aber manchmal übertreibt es. Das heißt also, dass ich hier so halb in der Luft stehe, ist natürlich irgendwie beknackt. Ja, das sollte das natürlich sein, dass ich so auf der Plattform stehe, dass ich den Gegner noch sehe, wenn ich ihn eigentlich erschießen muss. So, aber ihr seht, ich muss halt die Levelarchitektur und die Figuren selbst gegen sich nutzen. Und da gibt es viele solche Sachen. Das heißt, ich kann zum Beispiel auch diese Drohnen, die ich eben abgeschossen habe, die kann ich zum Beispiel gegeneinander lenken, damit die sich gegenseitig zur Explosion bringen. Oder ich kann bestimmte Sachen machen, damit ich Gegner in Hindernisse buxiere, runterfallen lasse. Und je besser ich das mache, umso lustiger wird das Ganze natürlich. Ich kann also viele Sachen machen, die darauf abzielen, einfach schlau durch das Level zu navigieren. Und das macht einfach Spaß. Aber ihr seht auch, das ist nicht ganz einfach. Das heißt, es gibt viele Levels, die echt das Hirn zermartern und wo man oft wieder von vorne anfängt, weil man das Gefühl hat, hätte ich jetzt doch vielleicht einfach mal eine Sekunde anders reagiert oder so, dann hätte ich eine bessere Chance gehabt. Ist aber nicht so schlimm, weil es sehr faire Rücksetzpunkte gibt und die zumindest, solange ich das Spiel nicht ausschalte, mich dann eben auch beim Weiterkommen, ich sag mal,
motivieren, sodass man nicht immer wieder komplett von vorne anfangen muss. Das ist ganz gut gemacht. Das Spiel hat einfach viele nette Elemente, die sind zwar nicht neu. Hier seht ihr es auch, ich stehe wieder so ein bisschen in der Luft. Aber das muss halt sein, sonst sehe ich da nicht rechts, ob der explodiert. So, also wie gesagt, viele Elemente sind zwar nicht neu, also Teleporter oder Aufzüge oder sowas, aber sie sind gut integriert und es macht Spaß. Die Gegnervielfalt ist so ein bisschen, naja, aber es fühlt sich alles stimmig an, insofern stört es nicht. Das Spiel ist also wirklich spannend, atmosphärisch und insbesondere was für die, die gerne ein Level auswendig lernen und perfektionieren wollen. Und dabei fallen einem dann immer wieder nette Sachen auf. Ach, guck mal, so geht das auch. Und sowas finde ich eigentlich immer reizvoll. Das heißt, wenn man dann hinterher rauskriegt, man hätte den Level viel einfacher und schneller lösen können. Und da sind wir beim Thema Speedrun. Wenn man das und das macht, dann macht das Spaß. Also der Wiederspielwert ist hier definitiv hoch. Und das finde ich gut. Und was ihr vielleicht auch gerade so seht, wir haben zum Beispiel hier so kleine Details, wie der Regen jetzt hier zum Beispiel runtertropft von den Vorsprüngen, ist nett. Oder wie das Licht da oben bei der Leuchtreklame blinkt. Es ist echt super atmosphärisch. Und das macht wirklich Fun. Und das sind so Dinge, wo ich einfach sage, ja, das kann man sich antun. Also, wie gesagt, es gibt so ein paar Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen stören. Die habe ich euch gezeigt. Aber insgesamt ist es ein rundes und nettes Spiel, was ich insbesondere Leuten empfehlen kann, die sich gerne durch kleine, kurze Levels beißen und gerne ihre Spielweise optimieren. Und natürlich an alle Leute, die dieses Cyberpunk-Setting mögen, für die ist das eine absolute Empfehlung. Das Spiel macht unterm Strich also eine Menge Spaß. Oh, und ich kann es empfehlen. Und das ist eigentlich schon alles, was ich dazu sagen kann. Das heißt also, es ist im eShop zu haben und ich glaube, es ist auch für andere Plattformen mittlerweile erhältlich. Und ich finde, man macht als Jump-and-Run Plattformer Cyberpunk-Fan nicht viel verkehrt. Man darf keine super tiefe Story oder Metroidvania-artige verschachtelte Levels erwarten, keine großen Geheimnisse, keine super signifikanten Neuerungen des Genres, aber das will das Spiel auch gar nicht und das, was macht, macht's gut. Ja, von mir gibt es deswegen einen Daumen hoch. Mir macht das Spiel Spaß. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß.